Hi. Hallo, Pato. Was um alles in der Welt ist denn das? Kann vielleicht einer von euch, Pato, sagen, was das ist? Das ist ein Ei, Pato. Das ist ein großes Ei. Ganz genau. Ihr habt recht. Faszinierend. Oh, hallo, Pocoyo. Hallo. Ball? Oh je, aber... Nein, Pocoyo, das hast du ganz falsch verstanden. Weißt du, das ist gar kein Ball. Was Pato da hat, das ist ein Ei. Und schon sehr bald wird mit diesem Ei etwas passieren. Da wird etwas Niedliches aus dem Ei schlüpfen. Jetzt verstehst du auch, warum dieses Ei für Pato so wichtig ist. Oh je, es ist soweit, es ist soweit. Es ist eine Spinne. Ich sag es mal so, nicht aus jedem Ei schlüpft ein kleines Entlein. Tja, und einige Leute fürchten sich vor Spinnen, auch vor ganz kleinen Babyspinnen. Ich fürchte, du hast Pato erschreckt, kleine Spinne. Kleine Spinnen sind doch gar nicht so schrecklich, Pato. Und sie scheint dich zu mögen. Da sind Ellie und Pocoyo. Hallo! Oh je, ich sage dir. Solange die kleine Spinne da ist, werden die beiden nicht mit dir spielen. Sie haben viel zu viel Angst. Kleine Spinne, Papa Pato möchte mit dir ein Spiel spielen. Er will, dass du alle Steine zählst, die du finden kannst. Hm? Ich denke, jetzt kannst du mit Ellie und Pocoyo spielen, Pato. Aha, die kleine Spinne hat einen Stein gefunden. Papa Pato sagt, du sollst weiterzählen. Kann vielleicht einer von euch, Pato, sagen, was die kleine Spinne möchte? Ball spielen! Ja, da habt ihr ganz recht. Sie möchte spielen. Hallo, Baby Pieps! Oh je. Yeah.
Papa Patto sagt, nimm den Stift und male irgendetwas, kleine Spinne. Was ist denn das? Kann jemand von euch, Ellie und Pocoyo, sagen, wer dieses hübsche Bild von ihnen gemalt hat? Das ist richtig. Ah, wie niedlich. Seht ihr? Das habe ich doch gleich gewusst. Irgendwann seid ihr alle die besten Freunde. Prima, Patto. Toll, dass ihr jetzt alle Freunde seid. Macht's gut. Bis bald. Ein Geschenk für alle. Ah, seht, da sind Patto und Ellie und Pocoyo. Hallo, ihr alle. Wie schön. Es gibt wirklich nichts Besseres, als miteinander Ball zu spielen. Was hast du, Patto? Was ist los? Ah, was ist denn das? Kann vielleicht einer von euch sagen, was da unter dem Schirm hängt? Ja, genau. Ein Geschenk. Ist das aufregend? Für wen ist es? Steht das nicht drauf? Ellie? Also, Ellie. Eine Melone? Wie, was, das, Patto? Oh je. Oh. Also wirklich, ihr drei, es ist doch wirklich, es gibt doch gar keinen Grund, sich zu streiten. Seht mal. Seht ihr? Da ist für jeden von euch ein Geschenk. Ah, Ellie glaubt, ihr Geschenk wird das Allerbeste sein. Was meint ihr? Sollen unsere Freunde ihre Geschenke aufmachen? Ja, aufmachen! Macht die Geschenke auf! Ja, unbedingt! Beeilt euch! So macht schon! Wir wollen doch wissen, was ihr bekommen habt. Bunte Schnüre. Was für ein ausgefallenes Geschenk. Sehr nützlich. Offensichtlich denkt Patto, bunte Schnüre sind ein langweiliges Geschenk. Und was hast du denn bekommen? Hoho, ein farbiges Blatt Papier. Na wunderbar. Gut, Ellie, ich weiß, du findest die Geschenke der beiden anderen nicht so toll, aber was hast du denn bekommen? Hä? Na, was ist es? Eine Schachtel mit blauen Stäbchen. Super. Also, Patto, Pocoyo, seht euch das mal an. Diese Stäbchen sind letztendlich doch ein ganz vortreffliches Geschenk. Und dieses Stückchen Schnur macht doch eine Menge Spaß. Was ist das? Patto, ist das dein Stück Papier? Du bist aber eine schlaue Ente. Ihr aber alle fantastische Geschenke.
Tja, Pocoyo, was soll das sein? Ah, ich glaube, ich sehe es. Kann vielleicht einer von euch, Pocoyo, sagen, was man aus all den Sachen bauen kann? Einen Drachen, genau. Wenn ihr alle drei eure Geschenke zusammentut, könnt ihr einen Drachen bauen. Oh, das ist ja erstaunlich. Was für ein herrlicher Drachen. Hervorragend. Und los geht's. Oh je. Ich vermute, einen Drachen in die Luft zu bekommen, ist schwerer als gedacht. Gut gemacht, Ellie. Leistung, Pato. Prima, wenn man aus drei Geschenken einen Drachen machen kann. Wunderbar, wenn Freunde zusammenhalten. Macht's gut. Bis bald. Pocoyo, der Zauberer. Hallo, Pocoyo. Komm, komm. Da lang? Mhm, na schön. Ah, verstehe. Du willst uns einen Zaubertrick zeigen. Ha, ha, ha. Na wunderbar. Du hast nichts in deinem Ärmel. Hm, sehr gut. Sieh mal. Wie, wo, da? Hier ist doch gar nichts. Ah, ich sehe schon. Da ist etwas auf deinem Kopf. Das hast du gemacht, während wir, ja, du hast eben gezaubert, klar. Aussuchen. Na gut, ich suche mir eine Karte aus und nachher, durch Zauberei, kannst du mir sagen, welche Karte es ist? Hm? Mal sehen. Ich nehme den Luftballon. Aber nichts Pocoyo verraten. Fertig, Pocoyo! Ich habe mir eine Karte ausgesucht. Ist das spannend? Wenn du herausbekommst, welche Karte ich genommen habe, dann bist du wirklich ein großer Zauberer. Entschuldigung. Das Haus. Könnt ihr vielleicht Pocoyo sagen, ob das die Karte ist, die ich ausgesucht habe? Versuch's noch einmal. Das Auto. Könnt ihr Pocoyo sagen, ob es das Auto war? Das war's nicht. Es war der Luftballon. Ja, ich hatte mir den Luftballon ausgesucht, Pocoyo. Tut mir leid. Kaputt. Ja, sicher. Die Karten sind kaputt. Natürlich. Was sonst? Pocoyo meint, dass das Spielen mit Zaubersachen sehr gefährlich sein kann, wenn man kein richtiger Zauberer ist. Fasst sie lieber nicht an. Nichts in deinem Ärmel und schwupps! Ein Schwamm, nein, ein Ball. Verschwinden. Aha, du willst ihn verschwinden lassen, ja? Pusten. Ist das aufregend? Pocoyo? Er ist noch da. Wir sollen jetzt alle auf den Ball pusten, damit er verschwindet. Na schön, wir pusten jetzt. Es hat geklappt, Pocoyo, er ist weg. Aber wo ist er hin? Ja, ich sehe ihn. Er klebt an seinem... Nun ja, Pocoyo... Wir haben den Ball gefunden.
wollen noch mehr, Pocoyo. Das war ein super Trick. Los, zeig uns noch mehr. Oh, das ist aber... Das ist wirklich zu komisch. Tut mir leid, Pocoyo, aber... Das ist grandios, Pocoyo. Also, alle sagen, du bist der lustigste Zauberer, den sie je gesehen haben. Wie es scheint, bereiten die Freunde irgendetwas vor. Alle sind mit dabei, außer Pocoyo. Die anderen planen da etwas Besonderes. Willst du denn da nicht mitmachen? Nein. Ah, verstehe. Du bist verärgert, weil deine Tricks nicht so geklappt haben, wie du es wolltest, hm? Keine Zauberei. Nun, vielleicht war es keine Zauberei, aber das war die lustigste Vorstellung mit den besten Tricks, die ich je gesehen habe. Psst, still, ich höre etwas. Sieh dich mal um, Pocoyo. Alle sind gekommen, um die Vorstellung des lustigsten Zauberers der Welt zu sehen. Und es sind wirklich alle. Was sagst du dazu, Pocoyo? Willst du ihnen nicht deinen Trick zeigen? Nein. Oh nein! Oh je! Applaus für Pocoyo, den lustigsten Zauberer von allen! Bravo, Pocoyo! Wie schön, wenn jeder mit sich zufrieden ist! Macht's gut und bis bald! Ein aufregendes Picknick! Hallo, Pocoyo! Hallo! Wohin gehst du denn mit deinem Körbchen? Ah, alles klar. Du willst etwas mit Pato unternehmen. Oh, und hier ist Ellie. Hallo, Ellie. Wie ich sehe, hast du einen Kuchen und eine Picknickdecke dabei. Was um alles in der Welt wollt ihr denn damit machen? Picknick. Ein Picknick, natürlich. Hab ich doch gleich gewusst. Brote, lecker. Für jeden genau eins. Pato hat schon richtig Hunger, was? Könnt ihr Pocoyo sagen, was Pato essen will? Ein Brot! Warten. Tja, anscheinend ist noch nicht Essenszeit, Pato. Du musst noch ein bisschen warten. Was um alles in der Welt? Oh nein! Seht mal da! Es ist nicht so, wie es aussieht. Die beiden Brote sind direkt in Patos Hände gesprungen und das andere rannte hinter den Baum. Ja! Das ist wirklich wahr. Was? Nein, ich habe es nicht gegessen. Ich hab's euch doch gesagt. Dieses Brot ist einfach weggerannt. Ihr glaubt mir nicht, hä? Dann fragen wir doch unsere Freunde. Könnt ihr, Pocoyo, sagen, wo das Brot hin verschwunden ist? Das Brot ist weggelaufen. Hinter dem Baum. Das hat es wirklich gemacht. Nein, Pocoyo, Sie haben das Brot auch nicht aufgegessen, so glaub uns doch. Hm.
Oh nein, das darf nicht wahr sein. Elli, Pocoyo, es ist nicht so, wie ihr denkt. Pato ist nicht mit den Broten davongerannt, er ist ihnen hinterhergerannt. Was? Ihr zwei glaubt mir wieder nicht? Also dann müsst ihr mir helfen. Sagt bitte Elli und Pocoyo, wo Pato ist. Hinter euch! Dreht euch um! Oh je, Pato, ich fürchte, Elli und Pocoyo werden uns niemals glauben. Der Kuchen? Gut, wir passen auf ihn auf. Und ihr holt noch was zum Essen. Kein Problem. Ja, genau. Wir behalten ihn im Auge. Oh, nein! Nicht schon wieder! Oh je! Pocoyo. Wir haben diesen Kuchen nicht gegessen. Er ist den Baum hinaufgeklettert. Oh, das ist überhaupt nicht gut. Seht ihr das? Wie wir gesagt haben. Genau so. Das ist doch aber nicht richtig. Obst kann doch nicht laufen. Was soll das? Ah, eine Lupe. Gute Idee. Ich würde sagen, eine Ameise. Könnt ihr, Pocoyo, sagen, wer das ganze Essen weggetragen hat? Ameisen! Genau, die waren es. Die haben euer ganzes Essen weggeschleppt. Die Ameisen. Was besprichst du denn da mit der Ameise, Pocoyo? Freunde! Würde vielleicht jemand dem armen Pato erklären, was nun wieder los ist? Verstehst du? Das waren Ameisen. Ameisen. Diese klitzekleinen Ameisen sind so stark, dass sie Dinge tragen können, die viel größer und schwerer sind als sie selbst. Bravo, ihr kleinen neuen Freunde. Was für ein tolles Picknick. Macht's gut, ihr alle. Bis bald. Pocoyos Puppentheater. Hallo, Pocoyo. Hallo. Warte mal. Was ist denn das? Nein, nein, nicht da. Nein, 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 in der anderen Richtung. Oh je. Kann vielleicht einer von euch Pocoyo sagen, wo er hinsehen muss? Hinter dich! Hinter dich! Das ist richtig! Das ist ein kleines Puppentheater. Oh je. Was ist das? Eine Schachtel? Oh. Lass uns mal nachsehen, was da drin ist. Das bist ja du, eine Pocoyo-Puppe. Was wird er jetzt wohl machen? Ich bin Pocoyo. La 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 la. Hahaha.
bin Pocoyo. Puppenspieler und Publikum in einem zu sein, ist ganz schön anstrengend, Pocoyo, ha? Huh? Meinst du nicht, dass deine Freunde das Publikum sein könnten? Ja! Mit Didi, Didi und Dudu. Mit Didi, Didi und Dudu. Wir finden es lustig, wenn deine Puppe runterfällt, Pocoyo. Wunderbar! Los, wir klatschen alle für Pocoyo, den Puppenspieler. Wollen wir? Elli, Pato, Baby Pieps und kleine Raupe müssen euch unbedingt etwas zeigen. Das wird euch bestimmt gefallen. Elli, du die. Das bist du, Elli. Und wie hübsch du aussiehst. Na, hoppla, aber auch. Ich glaube, sie wollen noch ein Stück sehen, Pocoyo. Was ist denn das? Das sieht doch ganz so aus, als wären wir in einem Weltraumabenteuer. Verstehe. Pocoyo zeigt allen, wo es lang geht. Bravo! Oh, ein Alien! Seht nur, wie erschrocken Pato und Elli sind. Die Aliens haben Pocoyo zu ihrem König gemacht. Elli und Pato finden die Geschichte nicht besonders toll. König Pocoyo. Elli? Pato? Tja, wie es aussieht, sind sie ein bisschen sauer auf dich. Kann vielleicht einer von euch, Pocoyo, sagen, warum seine Freunde verärgert sind? Weil er sich lustig gemacht hat. Er hat sich über Elli und Pato lustig gemacht. Es macht dir nichts aus, Pocoyo. Es macht dir was aus, Pocoyo. Nicht wahr? Und seid ihr wieder Freunde? Wie schön, wenn alle nett zueinander sind. Entschuldigung. Und wie schön, dass Puppentheaterspielen so viel Spaß machen kann. Macht's gut miteinander. Bis bald.